Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr leckere, rohköstliche Gemüsespieße herstellen könnt. Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute habe ich ein Rezept für euch. Ich stelle euch in diesem Video ein Rezept für rohvegane, leckere Gemüsespieße vor. Für dieses Rezept benötigt ihr ein Dürrgerät. Ich verwende schon seit einigen Jahren den RevoDry. Das ist ein kleines Dürrgerät mit 6 Ebenen. Damit bin ich auch sehr zufrieden. Da gibt es auf meinem Blog auch schon einen Erfahrungsbericht mit Rezepten. Den verlinke ich euch mal unter diesem Video, beziehungsweise findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Dann habe ich noch ein Dürrgerät komplett aus Edelstahl. Das ist das Büso-Dürrgerät, auch ein kleineres Dürrgerät mit 6 Ebenen. Und manchmal kommt es vor, dass ich größere Mengen dürren möchte, verschiedene Rezepte zubereite, zum Beispiel für Potlucks, für Treffen. Dann nutze ich auch beide Dürrgeräte gleichzeitig. Wenn ihr euch für diese Dürrgeräte interessiert, ihr findet den Link unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Das Rezept für die Gemüsespieße findet ihr auch in meinem E-Book Dürren leicht gemacht. Darin gibt es auch zum Beispiel Rezepte für rohvegane Pizza, für Flammkuchen, für Fruchtnaschis und auch einiges zum Haltbarmachen von Gemüse, Obst, Kräutern durch Dürren. Wenn ihr euch für dieses E-Book interessiert, ihr findet auch den Link unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Diese Gemüsespieße bereite ich vor allem dann zu, wenn mal wieder ein Potluck oder ein Treffen ansteht. Oder wir Besuch haben, dann gibt es immer eine große Portion gedörrte Gemüsespieße. Los geht's mit dem Rezept. Das sind die Zutaten für die Gemüsespieße. Ihr benötigt eine gelbe Paprika, eine Zucchini, rote Paprika, entweder eine größere rote Paprika oder 3 Spitzpaprika. Und dann habe ich hier noch 400 Gramm Champignons. Auf der rechten Seite seht ihr die Zutaten für die Marinade: 4 Esslöffel Olivenöl, 3 Esslöffel Tamari, ich verwende unpasteurisierte Sojasauce, 3 Teelöffel Paprikapulver edelsüß, in der kleineren Glasschüssel befinden sich Kräuter, jeweils ein halber Teelöffel von Oregano, Thymian und Rosmarin, alles getrocknet. Dann benötigen wir noch einen Teelöffel Zitronensaft und hier habe ich noch 2 Knoblauchzehen. Die werden dann mit den Zutaten vermischt, also in gepresster Form. Als erstes wird das Gemüse gewaschen, die Champignons ein bisschen sauber getupft und dann zurechtgeschnitten. Die Zucchini in Scheiben, circa einen halben Zentimeter breit. Die Champignons halbieren die größeren Vierteln. Und auch die Paprika wird in kleinere Stücke geschnitten, aber nicht zu klein. Am besten die gelbe Paprika halbieren, vierteln und diese Viertel dann nochmal in 2, 3, 4 Stücke schneiden. Die Zucchini-Scheiben werden nochmal halbiert. Wenn ihr kleine, zarte Zucchini-Scheiben verwendet, dann nehmt einfach die Scheiben, dann müsst ihr das Ganze nicht nochmal halbieren. Zu der geschnittenen Zucchini kommt die gelbe Paprika, die rote Paprika und die Champignons. Als nächstes vermische ich das Gemüse in der Schüssel. Jetzt fehlt noch die Marinade. Diese wird aus diesen Zutaten zusammengemischt. Entweder macht ihr das in einer kleinen Schüssel mit einer Gabel oder einem Schneebesen oder ihr mixt die Marinade in einem kleinen Mixer. Für die Marinade werden die Knoblauchzehen gepresst und wir benötigen ca. einen Teelöffel Zitronensaft. Diese Marinade wird jetzt zu dem geschnittenen Gemüse gegeben. Und jetzt das Ganze gründlich vermengen. Fertig vermischt und jetzt lasse ich dieses Gemüse circa eine Stunde in dieser Marinade ruhen. Das Gemüse ist fertig mariniert und kann jetzt auf Holzspieße aufgespießt werden. Es gibt Holzspieße mit verschiedenen Längen, 20 cm, 30 cm oder kleiner.
Ihr wählt einfach die Länge der Holzspieße nach Bedarf und darauf könnt ihr dann verschiedenes Gemüse aufspießen. Dieser Holzspieß hat eine Länge von ca. 25 cm. Auf so eine Länge spieße ich ca. 6 bis 7 verschiedene Gemüsestücke. Achtet darauf, dass ihr die Gemüsestücke nicht zu eng aneinander aufreiht, damit sie dann beim Dürren noch genug Platz haben, dass die warme Luft überall an das Gemüse herankommt. Das Gemüse ist jetzt fertig aufgespießt. Bei einigen Spießen habe ich 8 Gemüsestücke aufgespießt, je nach Dicke der einzelnen Gemüsestücke. Und jetzt geht es ans Dürren. Ich habe 6-stöckige Dürrgeräte und wenn wir Gemüsespieße dürren, können wir von einem 6-stöckigen Dürrgerät nur 3 Ebenen verwenden durch die Höhe der Gemüsespieße. Am besten eignet sich für die Dürrebene so ein Dürrnetz mit Löchern drin, dann kann das besser von allen Seiten getrocknet werden. Eine Dürrfolie geht auch, dann kann es gegebenenfalls nur etwas länger dauern, beziehungsweise solltet ihr dann die Gemüsespieße auch mal drehen. Das ist die zweite Dürrebene und die dritte Dürrebene. Die Dürrebenen sind im Dürrgerät und ich werde die Gemüsespieße die ersten 2 Stunden bei 60 Grad dürren. Das Gemüse ist ja am Anfang noch recht wasserhaltig, deswegen kann man die Temperatur ruhig etwas höher stellen, dann dauert der Dürrvorgang nicht so lange. So sehen die fertigen Gemüsespieße dann aus. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Rezept gefallen. Hinterlasst mir gerne eure Meinung, eure Gedanken zu diesem Rezept unter diesem Video. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Genießt den Sommer, genießt die Natur, genießt die Freiheit, genießt das Treffen mit lieben Menschen. Alles Liebe und bis ganz bald.